Um eine ungefähre Vorstellung davon zu erhalten, wie es in der Seele dieser Frau aussah, muss man nur hinsehen und auch hinhören. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jeden Tag auf eine Hochzeit gehen als Braut. So in der Art ist mein Leben, sagte die Frau, die den Tag ihrer Hochzeit als den schlimmsten ihres Lebens bezeichnete. Dieser Tag stand am Anfang einer Tragödie, die vor 25 Jahren jäh mit dem Tod Dianas endete und deren schmerzliche Facetten nun in einer Dokumentation noch einmal sichtbar werden. Sven Lohmann hat The Princess gesehen. Meine erste Frage an Sie lautet, welche Gemeinsamkeiten haben Sie? Eine schwierige Frage. Was meinst du? Sinn für Humor und draußen sein. Der Film schickt den Zuschauer zurück mitten rein in die 80er Jahre, so als schaue er Dianas Geschichte erneut zu. Nur mit dem beklemmenden Gefühl, bereits mehr zu wissen über ihr Schicksal. Manch seltener Einblick erscheint so in einem anderen Licht. Der Film verzichtet auf eine Einordnung aus heutiger Sicht. Er arbeitet ausschließlich mit Archivaufnahmen und Originalkommentaren. Der Prinz ist nur noch zweitrangig. Alle wollen die Prinzessin sehen. Stehe ich im Weg? Der Oscar-nominierte Regisseur Ed Perkins hat diese Form bewusst gewählt, um das viele und dauerhafte Gerede damals über Diana miterzählen zu können. Dabei würdigen sie sich keines Blickes. Wenn es funktioniert, erzeugen wir so eine sehr gegenwärtige, tiefgehende und emotionale Reise. Meine Hoffnung ist, dass dadurch jeder Raum für seine eigenen Schlussfolgerungen bekommt. To kind of come to their own conclusions. Oft heißt es, ist der Kauz 12 heute ausgeflogen oder so ähnlich? Manchmal kann das auch irritieren, weil im Stimmengewirr nicht immer klar ist, wer im Hintergrund spricht. Die gesamte toxische Mischung von Dianas Leben als Prinzessin holt Perkins aus den Archiven. Die gnadenlose Jagd der Medien. Die Rolle des Königshauses, dass vor allem Diana wenig hilft und schützt. Ein moderner Mensch geht an den Fesseln dieser Institution zugrunde. Später die Kritik an Charles, der eigentlich eine andere Frau geliebt hat und weiter liebt. Stattdessen fühlte er sich gezwungen, ein jungfräuliches Mädchen aus gutem Hause zu ehelichen. Sie galt als bessere Partie. In dem Film steckt keine neue Enthüllung über Diana und ihren dramatischen Tod, nachdem sie von Paparazzi im Auto gejagt wurde. Aber er führt noch einmal vor Augen, was alles zu ihrem Schicksal beigetragen hat und wie viele Möglichkeiten es vielleicht auch gegeben hätte, die Tragödie zu verhindern.